Noch ein Versuch bitte, Bro, okay? Warte, Jamal, wir machen das so. Du schneidest das jetzt extra so, als hätte ich getroffen, okay? Kriegen wir das hin? Machen wir das so? Warte. Ex-Basketball-Profi, Jungs. So ein Ding. Freunde, wir anhand der Location... Warte, oh mein Gott, Jamal. Ich hab's schon wieder vergessen, Bro. Warte, einmal bitte zurück, Bro. Sagst du 3, 2, 1? 3, 2, 1. Boom, Leute. Mein Name ist NimeSky und ich begrüße euch zu einem neuen sexy Video auf meinem YouTube-Kanal. Freunde, ich bin sehr, sehr gehypt. Denn wie ihr anhand der Location schon erkennen könnt, drehen wir heute Erkenne den Basketball-Profi. Richtig spannend, Freunde. Vor allem, ich habe mir extra Experten wieder eingeladen, die mir heute dabei helfen sollen, den echten Basketball-Profi zu erkennen. Und ich würde sagen, wir bitten diese Basketball-Profis einmal bitte rein. Pull up you deep on my niggas, consider it's pivot. Don't trap through the app, make a clap it. Don't cap it, she tapping it fast. I think that you know they be catching it. Standing 6 feet up. Come on, man, you're my boy, man. Oh, shit. Schade, Bro! Schade, Bro! Jungs, setzt euch bitte. Ich dachte, ihr geht rein, mein Anna. Geil, ich freue mich heute auf die Folge. Ja, ich freue mich auch richtig, ne? Bock, ich liebe diese Folgen, ohne Spaß. Sexy seht ihr wieder aus? Dankeschön. Danke, Bro. So, wir drehen nämlich heute Erkenne den Basketball-Profi. Ach so, hätte ich jetzt nicht. Hättest du nicht gedacht. Ey, es wird so eine geile Folge, ich freue mich schon. Vor allem auch wieder Praxis vorführen. Genau, so, gucken, der ist ganz durch, scheiß drauf. Ah, der, da weiß man wieder nicht. Wir müssen uns auch gute Challenges einfallen lassen, ne? Der, der als erstes nicht trifft, sofort raus. Direkt raus? Ja, direkt so. Trifft, würdet ihr denn sagen, Profi trifft immer? Also oft. Ja, doch. Es gibt viele Videos, wo die immer treffen eigentlich, ne? Aber es gibt wenn die sich aufwärmen und so. Ja, so Steph Curry und so sind Ausnahmen. Die sind krass. Aber von immer. Hier, wenn wir sagen schwarze Linie, er muss drei hintereinander. Aber wer weiß, der Ball ist anders, Umgebung, die Luft. Weißt du? Ja. Schön. Würdet ihr sagen, dass ich Basketballprofi bin? Oder mal war? Optisch ja. Optisch siehst du so aus, wegen Größe und so. Und von den Skills her nicht? Also das beim Warm-up dachte ich, oh, aber jetzt eben so. Ja, das war ja mit Absicht. War ein bisschen auch lustig, so vor Kamera, weißt du? Ja, wenn man einmal das Ganze ernst angehen würde, dann leichtes Ding, weißt du? Okay, dann vielleicht können wir mal die Chance nutzen, wenn die ja hier sind. So ein One-on-One und so. Boah, oh mein Gott, da hätte ich richtig Bock drauf. Ja, sowas, da hätte ich richtig Bock drauf. Ich habe auch gerade voll Bock zu zocken einfach. Geil, ich bin gespannt. Ich auch, Mann. Okay, da würde ich sagen, starten wir gar nicht kurz rum, oder? Uwe, mein Lieber. Mhm. Bevor die Teilnehmer jetzt reinkommen, können wir was raushandeln bei Neosubs? Geht das? Geht immer was ein bisschen so. Ich habe eine kleine Challenge im Kopf, weißt du? Mhm. Wenn ich jetzt treffe, dann bekommen die Leute ab 60 Euro gratis Kreatin dazu. Und mit meinem Gutscheincode nochmal 10% auf alles. Okay, Digga, du willst das wissen. Dann will ich aber auch jetzt. Aber nur einen Wurf, ne? Ein Wurf. Okay. Und ich muss treffen. Du musst treffen. Das machen wir jetzt ganz easy. Aber Digga, was sah jetzt los? Du hast nicht gesagt, von wo, Bro? Ah. Ja! Da hat er mich rausgenommen. Geil. So, du hast nicht gesagt, von wo ich werben soll. Jetzt gehört. Das heißt, für die Zuschauer gibt es jetzt ab 60 Euro gratis Kreatin dazu. Genau. Und mit meinem Code nochmal ganze 10% on top. On top. Und das Geile ist, muss man mal ganz kurz erwähnen, wir haben ja auch einen neuen Riegel, ne? Den Oreo-Riegel. Ja, das ist ja so dein neuer Liebling. Das ist der krasseste. Echte Keksstückchen mit drin, 20 Gramm Eiweiß. Guck mal hier, Papp. Und 197 Kalorien, ne? Ich komme da immer noch nicht drauf klar. Ja, das ist so Nahims Liebling so ein bisschen. Also aber auch von allen, also von allen aus dem Team, die haben den ja auch getestet und meinten, das ist der mit Abstand stärkste. Ja, gestern haben wir nochmal richtig Leben probieren lassen, war echt richtig stark. Man muss auch sagen, nicht vergessen, Vitamine in dieser Jahreszeit, ne? Sehr wichtig. Zink, Omega, Vitamin D3, K2, alles ultra wichtig. Deswegen, besonders Omega, weil du kommst auch durch die normale Ernährung eigentlich nie auf, auf deinen Omega-Bedarf. Da musst du echt schon selber Fischer sein. Ja. Und das macht glaube ich, die wenigsten. Ja, genau. Und was man auch sagen muss, wir sind wieder besonders sexy heute gedressed. Alter, schon ein bisschen Basketball-Style jetzt. Schon ein bisschen, ne? Sehr geil, muss ich sagen. Ich würde auch fast sagen, overdressed sogar. Ja, schon ein bisschen zu schick hier. Ja, das sind die Anzüge und da muss man auch sagen, ab Mindestbestellwert von, weißt du das noch? 130 Euro. Digga, der hat seine Hausaufgaben gemacht. Gibt es einfach bei Smilelocks einen Jogginganzug gratis dazu? Mit meinem Gutscheincode SKY. Ja.
40% auf Rabatt. Alles. Und einige Artikel sind auch bereits vorreduziert. Mhm. Das heißt, man kann sogar bis zu minus 70% sparen. Also da geht richtig was. Black Friday ist bei uns Aktion. Wir wollen der Community auch was zurückgeben. Gratis Jogginganzug. Jetzt hast du nochmal Kreatin auf nebenbei rausgehandelt. Also da geht richtig was auf jeden Fall, ja. Geil. Deswegen check das bitte unbedingt aus. Man muss auch sagen, Spinodox und Neosubs machen gerade was diese ganzen Profi-Sportlerfolge angehen. Ja. Alles möglich. Deswegen an der Stelle auch nochmal ultra großen Bock, Dank. Ja, wirklich. Ohne Witz. Richtig geil. Ich finde, es passt ja, auch einfach richtig gut. Bombenmäßig, wirklich, ja. Ja, Mann. Ja, okay. Ja, würde ich sagen, schauen wir gar nicht was rum, oder? Mhm. Sondern bitten unsere Teilnehmer einmal bitte rein! Spannend. Hm, kann man es schon anhand der Größe ausmachen? Oder nee, gibt es auch kleine nicht. Basketballer? Damals in der NBA gab es einen Basketballer, der war 1 Meter, ich weiß auch nicht mehr seinen Namen. Vielleicht war es ja einer von denen. Ich weiß nicht, 80er Jahre oder so. Der war klein, noch viel kleiner als ich. Ja? Der war noch kleiner als er da vorne. Der hat sich so durchgemogelt, wirklich. Guck mal, der Große weiß schon vielleicht so. Der hat so ein bisschen gegrinst. Vielleicht kennt ihr den Namen von dem Spieler. Aber wirklich, da gab es einen. Aber seitdem auch nie wieder so einen kleinen mehr gesehen. Für mich natürlich auf den ersten Blick ist es erstmal der Größte. So, aber kann man natürlich nicht sagen. Ich habe sogar überlegt, ist ja auch sehr groß. Ich habe sogar überlegt, ich meine, die haben ja alle geile Klamotten an, so auf Profibasis, ne? So muss man auch sagen. Aber ganz wichtig, jetzt vielleicht mal auf das Schuhwerk achten. Ja, weißt stimmt, du, was ich mein? Stimmt, ja. Er hat zum Beispiel Air Force, ist das so, womit man jetzt... Eigentlich boah, nicht, ne? Boah, das stimmt, Alter. Guter Call. Alter, stimmt. Als Beispiel so? Mit Air in der Halle auch noch, als Basketballer? Ja, aber wir gehen ja gleich auf die Skills ein. Vielleicht ist er ja... Krass, weiß man ja nicht, weißt du? Ich bin sehr, sehr gespannt. Okay, da kann sich der Erste vorne rechts einmal vorstellen, bitte. Erstmal hallo. Danke, dass ich hier sein darf. Ich stelle mich mal vor. Ich bin der Phil und spiele zurzeit für die äthiopische Nationalmannschaft. Äthiopische Nationalmannschaft. Okay. Genau. Nee, äthiopisch. Also ich komme auch aus Äthiopien deshalb. Und genau, es hat alles angefangen damit, als ich mit 17 angefangen habe, Basketball zu spielen, auf einem Skaterpark in der Nähe. Und dann ist halt ein Kollege auf mich aufmerksam geworden, der Niklas, der spielte in der NBBL, in der Nachwuchsbasketball-Bundesliga, und hat gesagt, komm mal zum Training vorbei und hier stelle ich mal meinem Trainer vor. Und ja, dann kam das eine zum anderen. Ich habe erstmal in der Nachwuchsbasketball-Bundesliga gespielt, 7 Monate lang. Allerdings hat es dann für die Bundesliga nicht gereicht, weil ich war jetzt nicht gut genug für die, als ich dann mich beworben habe quasi oder in einem Training mitgemacht habe. Und dann habe ich halt quasi einfach das mit dem Social Media probiert. Ich habe eine Pause eingelegt und hatte halt einen Breakdown. Das hat auch einen Grund, warum ich jetzt quasi hier bin, weil ich einfach den Leuten zeigen will, dass man niemals aufgeben sollte. Ich weiß, es wird oft gesagt, aber das ist ein wirklich wichtiges, sagen wir eine Message. Und ja, und dann wurde ich halt durch meine Instagram-Videos, die halt viral gegangen sind, durch einzelne Spiele in Äthiopien aufmerksam von einem Trainer dort. Und ja, der war zum Glück halt auch mit meinem Vater nicht jetzt gerade befreundet, aber die kannten sich durch die Kindheit. Und ja, dann kam das eine zum anderen. Ich wurde dann in die Nationalmannschaft reingebracht. Im ersten Halbjahr war ich eher so oft auf der Bank. Und dann wurde ich als Point Guard eingesetzt und durfte mich beweisen. Und genau, und jetzt spiele ich seit 2 Jahren dort. Okay, interessant. Würdest du sagen, dass du ein guter Basketballer bist? Ich würde jetzt nicht wirklich sagen, ein sehr guter Basketballer, aber sagen wir mal so, durchschnittlich gut, ja. Warte, ohne viel Schnacken und so, ne? Ich will mal, dass du genau von da jetzt, wo du bist, ja, einmal direkt Korb wirfst. Kannst du fangen? Direkt, dreh dich um. Direkt. Sofort, nicht mehr bewegen. Yes, Jamal, pass auf. Oh, ei! Es war nicht warm, also... Darf ich mal von hier schmeißen? Ja, mach mal. Oh, hast du das gesehen? Ja. Hast du das gerade gesehen, Digga? Das war ganz gefährlich. Ja, mit Tischkotz berechnet. Okay, Jungs, ich will keinen Kopf erwischen, aber dann kannst du ja sagen, war ich jetzt besser, weißt du? Mhm. Ein bisschen fürs Ego kurz pushen. Ja, die Richtung war auf jeden Fall Linie schon besser. Die Linie war da, ne? Bisschen besser mehr rausschneiden. Nein, die Linie war da, ey, komm. Aber du spielst bei keinem Verein und in der Nazio? Ich spiele jetzt quasi in der Nationalmannschaft in Äthiopien.
Und in keinem Verein? Ja, doch, das ist die Nationalmannschaft in Äthiopien. Quasi. Aber spielt man nicht auch noch in einem Verein? Nein, tatsächlich nicht. Die sind dann noch ein bisschen, also jetzt will ich das nicht sagen, zurückgeblieben, aber es ist eher nicht so weiterentwickelt wie hier zum Beispiel in Deutschland. Jungs, ist das ein Grund, schon direkt rauszuvoten? Ja, das ist doch blöd, oder? Also Dennis Schröder spielt Verein und Nationalmannschaft. Das ist doch überall so, man spielt Verein und Nazio, das ist ja... Wir haben halt in Äthiopien, ist es halt so, dass es halt so Kreisliga gibt. Und quasi noch aber du, Oberliga. Aber weil du für Äthiopien spielst in der Nazio, kannst du auch in einem anderen Verein spielen. Oder spielt jeder in keinem Verein da? Ich kann mir auch schwer vorstellen, dass die Nationalmannschaft von Äthiopien auf dich aufmerksam geworden ist, ohne dass die vorgesehen haben, du spielst im Verein. Die haben halt durch meine Instagram-Videos, ich habe halt immer so Reels gepostet und Videos, früher gab es ja noch keine Instagram-Reels. Und da habe ich immer so einzelne Ausschnitte aus dem Park oder so, wenn wir gespielt haben, 5 gegen 5. Jungs, unabhängig davon, das habt ihr so den Kopf, also den Wurf gesehen? Das ist doch safe, das war jetzt nicht für mich so, also der Stand, Position und so sah professionell aus, aber ich fand... Er sagt, man kann nicht Nationalmannschaft im Verein spielen. Hä? Also wenn ihr mir nicht glaubt, kann ich mich auch gerne unter 2 gegen 2 beweisen. Alles gut. Ja, geil. Das machen wir gleich noch. Wir fragen erstmal die anderen. Okay. Dann der Nächste bitte erstmal. Okay, also um es kurz zu fassen, ich habe mit 3, 4 angefangen, Fußball erstmal zu spielen. Wegen einfach meinem Freundeskreis, jeder hat Fußball gespielt. Dann habe ich auch Fußball gespielt. Dann Grundschule, also von der Grundschule auf die Mittelstufe musste man eine AG gehen. Also so einen Nachmittagsunterricht, sage ich mal. Da gab es Nähen, Tanzen, keine Ahnung. Und ich habe mich für die Basketball-AG entschieden, weil es der einzige Sport war. Dann war ich halt in dieser Basketball-AG, hat dort viel Spaß, also es hat viel mehr gebockt als Fußball. Und dann habe ich gedacht, okay, ich melde mich jetzt mal bei einem Basketballverein an und guck mal, was besser läuft oder was mir besser gefällt. Also im Vergleich, also mit Teamgefüge, wie das, der Sport an sich ist, auch professionell, sage ich mal, zu spielen. Dann war ich relativ gut. Ich war halt mit 13, 14 schon 1,80 und dann dachte man natürlich, ich wachse noch viel weiter, weil ich mit 13, 14 schon 1,80 war. Also meine Stärken waren defensiv halt eine Pest zu sein und Assists zu geben, und meine IQ war halt auch relativ gut, das wird mir mal so gesagt. Dann skippe ich ein bisschen weiter, also dann von 14 bis 18 ungefähr habe ich dann bei den Skyliners gespielt, also hier in Frankfurt. Und dann war halt, also ging es darum, ob ich Abi machen soll oder jetzt versuche zu pushen mit dem ganzen Basketball. Dann habe ich halt natürlich mein Abi und also habe einfach beides nebenbei gemacht, weil Abi gemacht, dann ging es darum, College zu gehen oder Europa zu also Deutschland zu probieren. Bin aufs College gegangen, auf die D2, also nicht D1, weil D1, da war ich, also Gründe waren, ich war zu klein, zu dünn, was weiß ich. Und daher habe ich nur Angebote von D2 bekommen, University of Tampa hieß die, die ist in Florida. Dann von Florida habe ich ein Jahr gespielt, bin dann D1. Dann war ich bei der UCF, University of Central Florida, auch in, also beides in Florida. Von dort aus dann mein Coach von D2 ist die zu einem G-League-Verein gegangen, der ist ein Syok Skyforce. Und dann bin ich dort in der G-League. G-League ist einfach die zweite Liga in Amerika, kann man so sagen. Okay. Ich würde sagen, ohne viel Schnacken, gib mal kurz das Mikro nach rechts. Ich muss auch sagen, ich habe nicht viel verstanden, aber das klang so überzeugend und so durchgesabbelt. Ich will direkt mal einen Wurf von dir sehen. Glaube ich nicht. Ja. Der erste Wurf ist, glaube ich, immer der schwerste, kann das sein? Ja. Der Wurf sah nicht so schlecht aus. Aber dafür, dass aber ich finde, als Basketball-Profi erwartet man eigentlich aus dem Stand zack rein. Wir haben noch vor allem, andere. Die sind ja auch sehr nah da, ja, weißt du? Ja, also ja. Uwe hat jetzt von hier geworfen, was ist das? Noch mehr als ein Dreier, ne? Ich hätte noch ein bisschen mehr, dann wäre alles geil gewesen. Scheiße. Aber von da weiß ich nicht. Das ist echt schwer, ne? Aber okay, nicht jeder Basketballspieler kann auch gut werfen, ne? Was sagst du denn dazu? Es ist halt so, meine Wurftechnik ist nicht die beste, aber es liegt auch daran, also mein Spiel ist so, dass ich nicht oft in die Paint ziehe, weil wir sind ja hier in der Paint. Und in der Paint sind Spieler, die so groß wie er sind ungefähr. Und dann muss ich versuchen, immer drüber zu werfen. Meistens ist es so. Und daher bin ich ein bisschen daran gewohnt, über den Spieler zu werfen. Das ist ja gar kein Problem, denn stellen wir mal den Großen rechts neben dir dorthin und dann wärst du mal über ihn. Okay. Perfekt. Boah, er hat dich, Digga, er hat dich. Wieso hast du Air Force an? Ach, egal, fahr ich weg. Fußballspieler hat sich auf jeden Fall Stollenschuhe an. Ah, interessant. Oder? Nee. Also, nee. Das sieht gut aus. Er macht das hobbymäßig, aber nicht professionell. Ist, er sagt auch, er spielt in Amerika, ne, in der zweiten Liga. Ja? Er sagt Amerika, zweite Liga. Das ist schon stark auf jeden Fall, ne? Wo wohnst du denn in Amerika? Florida. In Florida. Ist gerade nicht die Saison? Ja, doch, aber G-League ist ja so bei. Es ist ja so eine neue Saison bei der NBA, die In-Season, also das In-Season-Tournament. Und dadurch haben wir eine 2 Wochen Pause, bevor dieses In-Season-Tournament beginnt, was in Las Vegas ist. Wann hast du Pause?
bis, also noch eine Woche, bis, keine Ahnung, bis 1. Dezember ungefähr. Also ja, so lange bin ich halt hier. Dann fliegt wieder nach Amerika. Ja, genau. Also ich mache auch nebenbei gerade meinen Führerschein hier in Deutschland, weil der ist auch dann in Amerika anerkannt und in der Zeit mache ich es halt einfach da. Super, dann danke dir erstmal. Dann machen wir erstmal mit dem nächsten weiter, bitte. Ich bin Julius, bin 30 Jahre alt, bin seit 11 Jahren Profi, habe mit 5 Jahren angefangen, weil, wie ihr seht, ich recht groß bin. Meine Familie, mein Dad, meine Mom waren auch Basketballspieler und da wurde es mir sozusagen in die Wiege gelegt und bin seit 11 Jahren jetzt Profi. Wie groß bist du? 2,34 Meter. Heftig. Welche Mannschaft spielst du? Bei den Nürnberg Falcons. Ich will jetzt direkt mal, wo ist der Basketball? Gib ihm mal den Basketball, direkt mal einen Korb sehen. Oh ja. Ja, ist auf jeden Fall cleanerer Wurf auch, ne? Aber es war cleaner ja, auf jeden Fall. Die Bewegung sah gut aus. Ja, entspannt so zack. Aber bis jetzt noch keiner getroffen, Alter. Ja, ist halt nervös hier, kalt, andere Beine. Ja, aber im Basketballspiel mit Zuschauern, Fernsehen, so. Ja, Warm-up und hier, weiß nicht. Aber wer weiß, was der Linke macht. Vielleicht macht der Linke sogar rückwärts hoch. Ich bin ehrlich, ja, der Wurf sah super aus. Ich fand auch, der sah richtig gut aus, ja. Ich fand auch von der Vorstellung, fand ich ihn sehr authentisch. Ja, authentisch. Auch locker so. Also, ja. Ohne viel Schnack. Bei den anderen hatte ich das Gefühl, die haben sich lange vorbereitet. Hier, ich denke, über was auch Diktat College, so. Aber er ganz kurz, zack, er seit 11 Jahren Profi-Boom. Wie ist dein Nachname? Wolf. Ja, Wolf ist auch so ein, das ist ein Name. Das ist Basketballer. Ja, kann schon sein. Das kann schon sein. Welche Nummer hast du? Die Nummer 16. Also, du spielst nicht in der Nazio, ne? Nee. Aber stimmst du seiner Aussage zu, dass man nicht im Verein und der Nazio spielen kann? Ja gut, ich weiß ja nicht, wie es in Äthiopien ist, ne? Aber das macht doch gar keinen Sinn, oder? Aber wie willst du spielst ja nicht in der Nazio so oft, du musst dich ja fit halten im Verein. Verdient man denn gut als Basketballer? Oder verdienst du gut? Ich denke mal, als Basketballer in Deutschland ist auf jeden Fall nicht so wie als Fußballer. Spielt ihr in der ersten Liga? Nein, ich spiele in der zweiten Liga. Ah, okay. Weißt du, wie viele Spiele ihr dieses Jahr noch habt? Um die 20 bis 25. Dieses Jahr noch? Dieses Jahr? Also meinst du im Kalenderjahr oder in der Saison? Nein, also jetzt noch, die letzten Monate. Wie viele Spiele ihr noch habt? Also jetzt Kalenderjahr 2023 noch. Nein, ich meine jetzt also bis zum Ende. Bis zum Ende der Saison. Genau. Wie viele Spiele ihr noch? Von jetzt bis Ende Dezember. Ja, genau. Von jetzt bis Ende Dezember oder bis Ende der Saison? Nein, nee, bis Ende Dezember. Also noch einen Monat circa. 6-7. 6-7 Spiele? Boah, krass. Aber Basketball, die spielen ja mehr, ne? Die spielen ja nicht nur. Die spielen mehr als einmal die Woche, ne? Nee, in der Regel einmal die Woche. Ab und an auch mal unter der Woche. Ah, okay. NBA ist zweimal, oder? Oder wie gesagt, ich habe auch. Ist NBA zweimal? Unterschiedlich auch. Ich glaube sogar zweimal, alle zwei Tage manchmal. Ja, genau so. Ich spiele viel, Digga. Alle drei Tage und so. Das ist hart. Super, dann danke dir erstmal. Dann machen wir erstmal mit dem letzten weiter, bitte. Also, moin erstmal. Mein Name ist Maxim und ich spiele bei den. Ich spiele zweite Pro B bei den Ademax Ballers in Imbüren und bin da Profi. Du bist der Profi? Ja. Da will ich von dir jetzt mal einen Korb sehen. Ja, klar. Alter, ja, klar. Der trifft. Alter! Wir haben keinen Profi! Kein einziger hat getroffen. Alle haben nicht getroffen, ne? Ey, wir haben nicht einen Profi hier. Das kann nicht. Aber er war am nächsten, ne? Ja. Und aber ich finde es krass, dass bis jetzt keiner getroffen hat. Was man aber sagen muss, er hat nicht mal gedribbelt. Ich glaube, er war sich auch sicher. Ist ja auch, glaube ich, in seinem Normalfall so. Er hat den Ball genommen. Mhm. Und normalerweise wäre er wahrscheinlich auch drin. Ja, also ich muss auch schon sagen, dass es echt kalt hier alles ist und man hat kein Gefühl für den Ball gerade. Welche Position spielst du? Ich spiele zwei Positionen, immer im Abwechsel, weil ich mehr so Rollenspieler bin. Ich bin eher so Vierer, Fünfer, Power Forward und Center. Boah, der haut hier die Briefe raus, hast du gehört? Spielt ihr in der ersten Liga oder in welcher Liga spielt ihr? Auch zweite Liga. Okay. Also die zweite Liga ist in zwei Gruppen aufgeteilt, Pro A und Pro B. Ich bin der Pro B. Wie lange bist du Profi? Also ich habe meinen Vertrag unterschrieben, erst seit diesem Jahr. Ich bin noch nicht so lange Profi. Und wie alt bist du? Ich bin 21. Ja, das ist okay. Okay. Das Ding ist, da euch ja jetzt auch ein bisschen kalt ist, würde ich einfach sagen, dass ihr euch einfach mal warm macht. Wie macht man sich denn so als Basketballer warm? Ja, so Standard ist halt Layups. Immer, man fängt von rechts an und geht dann zum Korb und macht einen normalen Korbleger. Okay, dann machen wir exakt so genau das mal. Geil. Wo ist der Ball? Achso. Auch kein Profipass, das ist nicht schlimm. Das macht Spaß, ne? Soll ich so weit werfen? Alter, ich hab Angst. Was ein Pass, Junge! Okay. Ja, okay. Stark. Ja, muss man ihn geben, muss man ihn geben. Ein bisschen von den Bewegungen. Ja? Also, also. Aha, oha, okay. Okay. Aha, okay. Aha. Auch stark. Ah, interessant. Der Druck steigt. Aha, okay, okay. Okay, auch stark. Das war halt dieser Wurf, weil er ist so groß, er muss nicht viel machen.
Ja, Jungs, alle haben getroffen, ne? Alle haben getroffen. Aber der aus Äthiopien hat mehr auf die Kacke gehauen, weißt du? Das sah seriös aus. Soll ich mal mit Verteidigen machen? Also ich muss sagen, von den Bewegungen her fand ich die ersten beiden sogar clean, ne? Besser irgendwie, ne? Ja, ja, da war so ein bisschen mehr, also von dem... Ja? Denkst du, kannst mich hier gleich quallen? Eigentlich müssen die gegeneinander, das ist viel geiler, ehrlich. Ah, die gegeneinander, ne? Ja, lass doch in der nächsten Challenge machen, oder nicht? Dann lass mal noch mal eine Runde machen mit Verteidigen. Ja, ja, jetzt okay. Machst du ein bisschen so den... Ja, ja, ich mach ein bisschen, ne, Jungs. Ihr wisst. Ja, komm. Ah, da wurde schon ein bisschen. War schon wackeliger. Täusch mal ein bisschen an, mach mal ein bisschen hier, weißt du, auf. Soll ich mal ernst? Ja, ja, ja. Nein, doch, doch, das ist doch. Ey, das sind Profis. Ja, okay, komm. Jungs, ich bin kein Basketballer. Ich bin so ein leichtes Spiel. Oh, aha. Shit. Ja, okay, okay. Was denkt er sich denn? Boah, was aber gut, aber gut. Echt, war gut. Ey, der spielt auf jeden Fall Basketball, Jungs. Aber es war auch gut verteidigt von dir, ehrlich. Okay, ja, stark. Jetzt bin ich mal gespannt. Aha, okay. Okay, ja, auch stark. Ja. Das ist gut. Hab ich gut gemacht. Ich bin auf jeden Fall in Schwitzen gekommen, sag ich ehrlich. Die ersten zwei waren vorhin echt besser ohne Gegner, aber ja, mit Gegner aber waren mit die Gegner, anderen zwei besser. Ja, genau, safe. Einmal Phil und Maxim, ne? Ja. Vor allem, ich finde auch, man darf nicht vergessen, Hobbysportler, weißt du, Michel macht so just for fun, spielt sonst keinen Basketball, oder nicht? Nee. Ich habe noch eine Idee. Und die müssen mich jetzt ausfummeln. Also ich habe den Ball. Die müssen mir den Ball wegnehmen. Ach, die müssen dir den Ball? Okay, ja, ja. Let's go. Das machen wir. Das auch mal, oder? Direkt? Geil, okay. Okay. Jetzt auf easy, mich einfach, stell ich mal da vorne hin erstmal. Versuch mich auszufummeln. Und dann musst du den Korb schmeißen, okay? Okay, let's go. Ja! Yeah. Digga, aber da hast du ja gar nichts bei dir. Habt ihr gesehen? Ja, das. Was ist denn da los? Ich glaube, wäre sogar echt, obwohl, nee. Na, eigentlich müsste es für einen Profi müsste es fix gehen. Da brauchen wir keine Stoppuhr, direkt zack. Komm, eine, komm. Aber wir dürfen nicht vergessen, nicht alle von denen spielen auch als defensiv. Das haben wir auch nicht. Aber der spielt defensiv. Ja, der spielt defensiv. Hat er gesagt? Ja, ja. Der spielt defensiv. Bruder, er spielt zweite Liga in Amerika. Ja, er spielt defensiv. Foul, foul! Okay. Ja, der spielt defensiv. Okay, lang, ne, oder? Ja, der nächste. Jetzt der nächste. War nicht so überzeugend, Bro. Ey, Digga. Der war es nicht, Bro. Der hat mich gerade 1 gegen 1 ausgezogen. Ja, das ist ein Skiller. Ich ja, das, ja Skiller. Das ist so ein Waffe. Jungs. Aber. Jungs, das Jungs, kann nicht sein! Ja, Digga, das kann nicht sein! Jungs. Bruder, Uwe hat nichts mit Basketball zu tun! Nix! Er kann nicht sein! Was? Uwe, ich bin nein! Das ist Katastrophe! Alles Bruder, das ist Katastrophe, ehrlich! Uwe hat nichts mit Basketball zu tun, Digga, schiebt ihn so lange ab, ne? Jetzt will ich mal sehen, jetzt will ich mal sehen! Ja, da kann's gehen, der kann's gehen so ein bisschen, aber. Ja, gute Handling, aber, ne, muss man sagen. Ah, das ist kein Profi, Bruder. Ja, das ist okay, nice. Aber das war stark, das war stark. Auf einmal ist aus Verteidigung ist 1 gegen 1. Aber Jungs, Uwe kann nicht Basketball spielen, er ist kleiner als er, Bro. Aber Uwe macht das gut, aber wie ein abgeschirmter Digga. Und oh, das ist anstrengend, aber. Ja. Ich hab so gesagt, ich bin in Schwitzen gekommen, vorhin von dreimal springen. Okay, let's go. Er ist 11 Jahre Profi, jetzt will ich 11 Jahre sehen. Ja, das war gut. Ja, okay, das ging schon fixer. Das war schon aber der hat auch nicht so ernst gemacht, finde ich. Ja. Der ist so auf locker. Der sah so locker aus. Reicht auch. Der muss erstmal warm werden. Ja. Ich merke das. Hier, nochmal den, ne? Ist kalt, ne? Okay, Maxim, let's go. Oh. Ja, Maxim geht all in. Der geht all in. Der lässt sich nicht durch. Der kommt nicht raus. Nein. Oh, Maxim, komm! Ah! Ja! Holt er gut! Und! Super! Danke, ja. Die haben uns gut verteidigt, ey. Ja, safe. Gut, aber ich hab lange den Ball so ein bisschen. Ja, oder? Ja, safe. Bisschen dafür, dass du auch 30 cm kleiner bist. Also, du bist auf jeden Fall vielleicht ein Talent, der Basketballer hätte werden können. Okay, stark. Dann war es das erstmal mit der Challenge, würde ich sagen. Ja. Uwe, sehr stark gemacht. Ja, aber.
Es geht gut auf Kondi, ist voll geil, Alter. Ja. Ja. Aber jetzt können wir auch schon rauswählen, ne? Ich würde auch sagen, ihr könnt euch wieder hinstellen. Mich würde jetzt mal interessieren von dir, warum es dir so schwer gefallen ist, Uwe jetzt den Ball abzunehmen. Weil du bist ja defensiv, also du bist ja in der Verteidigung, meintest du? Ja, also mein Ziel war es ja, ihm den Ball abzunehmen. Aber wenn er in der Corner ist, dann kann ich ihn einfach rausschieben. Dann habe ich den Ball. Das ist ja meine Balleroberung. Schon lang gebraucht auch, ne? Ja, nicht lang gebraucht. Ich habe mir einfach gepresst. Lieber faul ich nicht, weil es sind ja 24 Sekunden eigentlich, die ich Zeit habe. Wenn er den Ball da die ganze Zeit hat, dann sein Problem. Wenn ich den Ball erobere, dann habe ich den Ball. Aber man muss auch sagen, er spielt auch höher als alle anderen, ne? Er spielt in der zweiten Liga in Amerika, Genau, wir fragen immer, warum spielt er nicht zweite Liga Deutschland? Weil ich mich für das College-Leben entschieden habe. Ah, okay, deswegen College, und hat er gesagt. Also ich muss sagen, vom Körpereinsatz her auch, bist du größer als ich gewesen? Ja, doch. Also von Körper war keine Spannung, ich habe nichts gemerkt, nichts. Vor allem, ich denke auch, wenn du schon nicht die Größe hast, dann musst du ja geisteskrank mit den Skills überzeugen. Und die waren für mich da jetzt einfach nicht da, muss ich sagen. Ein bisschen körperlich durchsetzen auch so. Ja, weil das sind ja Riesen da, oder nicht? So alle 2 Meter groß und wenn du dann, wie groß bist du nochmal? 1,83, also 6 Foot. Da musst du ja mit 1,83, da musst du eine Maschine sein. Schon Biest sein, so, ne? Kennt ihr so die FIFA-Nerds? Ja. So Pass hier, die Star-Strategie. Ja, ich habe das Gefühl, das ist eher beim Basketball vor der Playstation. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Spielst du eher 2K? Ja, ich vor allem, meine Freunde zocken 2K, da zock ich natürlich. Also, das ist klar. Ich glaube, das ist eher so der Basketball-Gamer an der Playstation. Natürlich, safe. Aber ja, Jungs, der hat doch also nicht falsch verstehen, du kannst gut Basketball spielen, aber ich glaube nicht, dass du ein Profi bist oder dass es dafür reicht, um ehrlich zu sein. Weil es reicht noch wegen der Größe, denke ich, dass man da noch mehr überzeugen muss. Und das war für mich jetzt so, jetzt vom ersten Eindruck auf jeden Fall gar nicht da. Ja, safe. Sind wir uns da einig oder wie? Ja, 100%. Okay. Bauen wir ihn noch in eine Challenge mit ein, geben wir ihm noch die Chance oder voten wir ihn direkt raus? Puh. Dann können wir natürlich machen, aber es bringt halt nichts. An sich würde ich auch mal gerne so ein 2 vs 2 sehen, weißt du? Können wir machen. Oder die machen alle erstmal einen Dreier und danach rein raus und danach können die richtig worst. Okay, bisschen die nächste Stufe, okay, weißt du? Machen wir so. Jeder schmeißt nochmal einen Dreier von euch. Jetzt will ich erstmal überhaupt sehen, wo ist denn der Dreier? Ja, warte, wo ist genau? Hier? Achso, ich wollte zeigen schon. Dann. Okay. Ja, jetzt muss er nochmal raushauen, weißt du, weil er gleich fliegt. Okay, dann würde ich sagen, starten wir, ne? Ey Jungs, wenn ihr euch den wollt oder so, ne, ihr könnt euch noch den. Weil jetzt gibt es nicht mehr diese Ausreden, wir sind nicht warm, gerade eben 1 gegen 1. Jetzt geht's los. Ihr könnt euch gerne auch ein bisschen warm machen. So. Ja, weil jetzt wird ernst langsam, ne? Nathan, ich glaube, jetzt kannst du dich unter den Korb stellen, weil wenn die treffen, musst du ihn wieder zurückschmeißen. Ja. Alright. Ah, okay. Ist irgendwie sehr zu zackig, zu nicht geschmeidig genug. Aha. Okay. Ah, aber ein bisschen zu viel Show. Ah, okay. Ah, der stärker. Sehr stärker gut auf jeden Fall. Aber was ist denn los hier? Keiner trifft? Was ist Jungs! Lass mal Freiwurf machen. Freiwurf muss man machen. Jungs, Freiwurf jetzt kein Spaß, Digga. Muss! Das ist wie ein Elfmeter jetzt. Das ist wie ein Elfmeter. Der muss jetzt rein. Das ist nicht zweite Liga, Bro. Wie hoch wurde der? Der war echt aufschreckend. Hey, Jungs, Alter. Der nächste. Jungs, die können das nicht ernst meinen, ehrlich. Ja, Bruder. Ja, der sitzt. Ja, das war clean, der. Ja, clean. Ja, wir machen mal den direkten Vergleich. Jetzt machen wir aus der Jury mal alle einen Freiwurf. Ja, komm. Weil wir haben ja gar nichts mit Basketball zu tun. Und wenn wir jetzt aber treffen, Jungs. Ich glaube, ich nehme einen Vertrag als Profi-Basketballer. Okay, Nathan fängt an. Deswegen, Nathan sieht nichts. Airball. Safe Call, Airball. Jungs, entspannt euch, Jungs, hallo. Was hab ich gesagt? Oh, ich bin kein Held. Das war ein Skandal. Hey, besser rausschneiden. Oh mein Gott. Ich bin raus. Gewehr. Ich muss auch die Ehre der Familie jetzt wiederherstellen, Mann. Dicker Jungs, Alter. Das ist halt der Bruder, ne? Ey, Jungs. Bruder. Nein, triff für uns. Ja, ist okay. Ist okay. Bruder, keiner sieht das. Ich bin nicht warm und so, ja, weißt du? Ich bin nicht warm. Sind gar nicht warm, Mann. Uwe muss für uns treffen. Ja! Guck!
Genau wie bei den Profis. Einer hat getroffen, der Rest nicht. Ja, bei uns waren zwei Airballs. Das ist schon echt hart, ne? Nein, nicht schlimm, nicht schlimm. Airball, Mehrball, ist alles gleich. Ich würde sagen, jetzt können wir... Ihr könnt euch wieder auf die Position stellen. Ich würde sagen, jetzt können wir einen rausholen. Ja, jetzt wird's Zeit. Ich möchte mal eine Rechtfertigung hören. Warum, woran hat's gelegen? Schon kurz was sagen. Und zwar, also auf deine Frage zurückzukommen. Es sagt nicht viel aus, ob jetzt jemand jetzt direkt trifft. Vor allem, weil wir jetzt hier bei der Show sind. Das ist etwas Neues für uns. Aber ich würde ja sagen, es ist wichtiger, wie man im Spiel spielt. Und ob man überhaupt dort trifft oder wie man zusammen spielt. Diese Chemie, dass man das nochmal guckt, wäre auf jeden Fall, denke ich mal, hilfreich. Aber du musst doch so einen gewissen Druck schon gewohnt sein, weil du spielst ja auch vor Leuten ab und so, oder nicht? Ja, aber davor haben wir dann nochmal so eine längere, intensivere Aufwärmphase und da ist man noch mental ein bisschen mehr... Das verstehe ich auch alles, aber ich denke mir trotzdem als Profi... Das ist ein Beruf auch, ne? So also, muss man schon ein bisschen was vorweisen können, oder? Also immer die Beruf, Ausrede, ja, nicht aufgewärmt, so, aber... Ja. Also wenn ihr möchtet, könnt ihr mal ein 2 gegen 2 von uns sehen und dann... Das machen wir gleich noch. Ich würde von dem großen Mann mal gerne hören, warum... Würdest du sagen, das sagt schon was aus, wenn man Freiwurf trifft oder nicht? Nicht unbedingt. Ja, es gibt Spieler, die treffen die Freiwürfe natürlich gut, manche aber halt auch nicht so gut. Sagt jetzt nicht so viel darüber aus, meiner Meinung nach. Aber beim Basketball ist das ja so, beim Fußball ist das ja so, beim Elfmeter gibt es einen Schützen, der schießt eigentlich alle Elfmeter. Im Basketball, wenn du Freiwurf rausholst, dann musst du auch werfen. Aber ist das nicht sogar vielleicht auch so, der Schütze beim Elfmeter ist auch nicht gleich der beste Spieler, oder? Nee, es gibt dann immer nicht, dieser Typ, der kann das einfach mit dem Ball. Ja, genau. Ich wollte das nur nochmal zum Verständnis. Mhm. Achso, der gefoult wird? Der gefoult wird, muss immer werfen, ne? Ja. Richtig. Genau so ist das. Dann lass uns das so machen, dass wir einen schon mal rausholen. Mhm. Ja. Und ich glaube, wir sind uns alle einig. Ja. Du müsstest leider einmal bitte raus. So, da waren es nur noch 3. Ich bin sehr gespannt. Was wollen wir denn als nächste Challenge vorgeben? Man könnte jetzt mal so sagen, 1 gegen 1, weißt du? Mhm. Der mal mit dem und so weiter. Mhm. So würde ich auch gerne mal sehen. Ich würde gerne mal ganz rechts gegen ganz links sehen. Mhm. Wie hoch der den Ball spielt, Digga. Guck mal, wie er wirft. Oh. Oha. Stark. Das Ganze einmal andersrum, ihr kennt das Spiel. Der macht den aber. Ja. Körpereinsatz ist da. Und den macht er auch noch rein. Der ist auf jeden Fall besser. Ja. Sehr stark. Er hat Pressure gemacht. Ja, noch einmal wechseln, ne? Ja, Verlierer geht, oder? Ja. Gewinner bleibt. Ja. Er macht sogar eklig, ne? Mit ohne. Digga, okay, einmal andersrum dann. Man muss sagen, der macht das auch sehr locker irgendwie. Ja, so, ja, weißt du, so der ohne, so ohne Anstrengung. Ja, weil er so groß ist, der weiß, wie er umzugehen hat. Aber jetzt bin ich mal gespannt in der Defense. Oh. Okay. Gut verteidigt, würde ich sagen. Okay, alles klar, Junge. Das ist geil. Okay. Das Ding ist, hier haben so zwei, erst so der explosive Flinke und erst so in der Ruhe liegt die Kraft, bisschen Überblick, so irgendwie, ja. Zwei ganz verschiedene Spieler. Ja. So. Auf jeden Fall, was ich glaube ist, ohne Spaß, der Typ macht safe seine Instagram-Videos, wie er es geht. Ja genau, und sein Traum ist es, gerne mal entdeckt zu werden, um mal Profi zu werden, ne? Aber der ist kein Profi. Der macht das ja auch sehr gut, muss man sagen. Ja, ne? Kann die anderen machen das auch besser, finde ich, ne? Die anderen machen das eher mehr professioneller, er macht das eher so auf so einen Street-Style. Ja, das sagst du doch, deswegen macht er diese Instagram-Videos. Er macht seine Skills. Auch seine Würfe sind sehr hoch angesetzt. Also das ist ja immer bei ihm so. Mhm. Ja, ja. So, zu sehr. Ja, ja. Und ja, sein Dribble war gerade so ein bisschen so halt, ne? Das war zu hoch alles irgendwie. Starker Spieler, aber kein Profi. Denke ich. Mhm. Sollen wir schon rausvoten direkt? Können wir machen. Ja, also klar. Für mich ist klar. Ja. Michi? Auch. Uwe? Ja, ja, wenn dann auch der gute Phil. Okay. Hast du echt ganz gut gemacht, aber du müsstest einmal bitte raus. Finale, Männers. Yeah. Jetzt wird es sehr, sehr spannend. Vor allem auch schwer, finde ich, zwischen den beiden. Ne?
Was man auch sagen muss, ist, die zwei Jungs hier vorne sehen viel athletischer aus als die anderen zwei. Ne? Also die haben viel athletischere Figuren. So. Findest du? Ja, ja, safe. Ich finde auch allein schon von der Größe macht es das noch authentischer. Auch. So. Ne? Bei dem rechts muss ich sagen, der hat das so sehr gelassen gemacht immer. Es wirkt so auf sehr so, entspannt. Ja, komm, jetzt hier nebenbei für Videodreh mach ich mal kurz so, weißt du? Der ist aber, glaube ich, auch vom Charakter irgendwie so. Kennst ja, ja, Leute, so. Keine Mühe geben, so, aber auf nebenbei dann. Funktioniert schon ja, alles. Und klappt so. Schon irgendwie. Ja. Ich würde gerne mal so, ich habe so eine Vorstellung, die versuchen einen Korb zu schmeißen. Bub. Mhm. Und wenn der Ball dann zurückkommt, wenn die nicht treffen, müssen die von dann dahin laufen und dann da, wo der aufkommt, dann wieder direkt weiterwerfen. Achso, so 21. So ein bisschen, kennst du das Spiel? Nee. Also da macht man es genauso, wie du es da ja, okay, aber ich kenne nur gegeneinander oder so, ne? Ja. Deswegen 21, ist geil. Ja, dann lass es doch mal machen. Ja, mal so ein bisschen, dass man technisch jetzt mal was sehen kann. Ihr wisst, was zu tun ist? Ah, stark. Immer von da, wo der Ball aufgekommen ist. Jetzt wieder auf Freiwurflinie. Ah, sehr gelassen, schön gerade. Jetzt bin ich gespannt, Digga. Jetzt heiß. Er steht auch nie gerade, ne? Nee, lass ihn mal von da werfen. Sitzt. Boah! Wow! Das waren drei Punkte, ne? Ja. Okay, das heißt jetzt vier. Sitz! Sechs! Ja! Scheiße. Ne, wenn du von da bist, sind es immer zwei. Oh! Yeah. Nice, ja, ja, das sieht schon gut aus. Jetzt ist er warm. Aha, er legt ihn rein. Ja, das wird jetzt lange noch so weitergehen, glaube ich. Jetzt macht er auf Vlog. Zack. Oh. Ja, wissen wir von hier, genau. Sitzt. Boah, scheiße! Jetzt muss er. Fuck! Nice! Ja, die beide betteln sich, ne? Schade. Oh, oh! Oh. Ne. Oh, ein Magnet, Alter. Stark! Der war's auf locker, ne? Das ist Digga. Er freut sich nicht, warte. Ja, es geht Richtung. Ja, weil im das Spiel, da muss weitergehen, da kannst du nicht Bro, freuen. Das ist Arbeit, das ist Arbeit. Das gibt's nicht zum Lachen. Muss er. Ja. Also, er ist auch gut. Ja. Ja, der ist gut. Aber der andere ist natürlich. Gelassener, entspannter so. Stark. Jungs, weil ihr das gesagt habt, jetzt ist er sauer. Sitz. Ah! Wirklich so! Können die noch werfen? Boah. Ja, ich glaube, das langt erstmal. Ja, würde ich auch sagen. Meinst du? Ja. Sehr stark. Sehr gut ins Bett, ehrlich. Ohne Spaß. Ich fand, anhand dessen konnte man schon sehr gut sehen, wer wie drauf ist. Ja. Wisst ihr, an was mich das erinnert? Hm? Weißt du, warum Nike damals Jordan haben wollte? Wieso? Da gab es eine Situation, da gab es den Vertriebler, der war so übelster Basketballfan. Und damals waren so die Basketballspieler. Also wie Influencer früher, 80er, 90er Jahre. Ja. So. Und damals hat der Vertriebler von Nike eine Szene, er hat alles analysiert so. Und da gab es so eine richtige Stresssituation im Spiel. Und der Einzige, der richtig ruhig und gelassen war, war Michael Jordan. Und er hatte noch nicht mal den Ball in dem Moment. Mhm. Aber er wusste, dass er den Ball kriegt. Und er hat deswegen ganz lässig gewartet. Er hat sich nichts anmerken lassen so. Ja. Und dann hat er den Ball bekommen und so richtig unter Druck, paar Sekunden, nur noch ganz lässig reingeworfen. Und daran erinnert er mich so. Ja. Weil er ist so der ganz lässige Typ. So. Ich nicht sagen, dass so gut wie Michael Jordan ist, sondern so ein bisschen, das muss man halt auch auf jeden Fall als Profi mitbringen, diese Gelassenheit ganz ne? entspannt. Hat sich auch gar nicht gefreut, wirft von hier rein, zack, freut sich gar nicht, keine Miene verzogen, nix. Basketball ist auch schnell, ne? Da kannst du dich gar nicht so lange freuen. Stark. Aber beide haben mir bisher gefallen, so bloß halt bei ihnen merkt man irgendwie, entweder ist das einfach, weiß nicht, er muss nicht mal Profi sein, aber er kann es einfach gut, weil wer weiß, wie er so ja, was die Intelligenz des Spiels betrifft, Spielzüge hier, dies, das, gibt es ja auch noch alles so. Ja. Was wollt ihr denn noch sehen? Ich hätte ein paar Fragen, glaube ich, ja. Ja, lass mal ein paar Fragen stellen, ja. Julius, wann hast du deinen letzten Vertrag unterschrieben? Diesen Sommer, im Juli. Und wie lange geht der? Also 2 Jahre. Kannst du davon leben? Ja. Zweite deutsche Liga? Das ist nicht schlecht anscheinend, ne? Hast du Sponsoren? Nee. Das gibt es im Basketball nicht so viel. Was ist der Hauptsponsor von eurem Verein? Das ist eine sehr gute Frage. Das sieht nicht gut aus. Weiß man das nicht? Hier, Real Madrid, Fly Emirates, eine Adidas und so. Sowas weiß man doch, oder? Hast du ja drauf, oder nicht? Da muss ich jetzt leider wirklich passen. Also, du weißt nicht, was du auf dem Trikot stehen hast? Ja, das sind mehrere Sponsoren.
Welche denn? Kia ist unser Autosponsor. So eine Eventfirma, Werk B Events. Okay. Da muss, die gleiche Frage muss eigentlich andere Seite auch mal direkt mal rüberschieben, das Mike. Hauptsponsor bei dir? Hauptsponsor? Hauptsponsor, also wir haben so mehrere Sponsoren, aber so für Ausrüstung haben wir so den Sponsor Peak. Davon kriegen wir auch Schuhe. Und sonst haben wir so wie Volksbank. Also Unternehmen bei uns in der Nähe, die uns halt sponsoren. Ja, Jungs. Auf jeden Fall. Okay, okay. Boah, vielleicht haben wir den echten ja schon rausgebaut. Boah, ich weiß nicht. Was kein Scheiß. Wann hast du deinen letzten Vertrag unterschrieben? Auch dieses Jahr im Sommer, im Juli. Wie lange? Also bis wann? Für ein Jahr. Man darf auch nicht vergessen, jetzt fällt mir gerade ein, Jungs, wegen der Gelassenheit. Der Typ ist schon 30, Digga. Ja. Er stimmt. Ist 21. Ja. Ja. Das ist mal ganz, okay. Was ganz. Und das dürfen wir nicht vergessen, ne? Der hat noch alles vor sich. Ja. Das stimmt auf jeden Fall. Das kann schon gut sein. Oh, das ist ein guter Punkt. Ja, ganz wichtig, ey. Scheiße. Vielleicht macht das der Rechte wirklich. Also, er ist quasi 10 Jahre älter, ne? Ja. Deswegen müssten wir jetzt noch mal irgendwie. Ja, wir müssen was sehen. Ja, die müssen ja ernst gegeneinander spielen, ne? Also, eins gegen eins haben wir ja schon. Nee, ich will noch mal so ein bisschen. Wollen wir nicht so ein Teamplay machen? Ja, die anderen. Jury mit involviert? Ja, die anderen einfach mit involvieren. Nee, dich Jury. Mit involvieren. Ach so, oh, Bruder. Skandalspieler, Bruder, ja. Bruder. Was ist denn sonst, wenn sich jetzt wir entweder vielleicht 3 Personen so aufstellen, dass die sich mit dem Ball ein bisschen durchschlängeln müssen? Wir machen nichts, wir stehen nur so als Hindernis im Weg, damit man mal ein bisschen bewegt. Ja, okay. Ja, machen wir so. Agilität, so, gut. Dass man. Wie genau hast du es dir vorgestellt, Uwe? Ich mach einfach mal, ja? Du stehst hier. Nathan, komm her. So. Du stehst quasi da. Dürfen wir uns auch bewegen oder nein, so? Nein. So oder? Die müssen durch euch. Ich will das echt ein bisschen. Okay, aber wir dürfen uns schon so ein bisschen. Nein, auch nicht. Erstmal so auf Trocken. Okay. Wir können ja den Schwierigkeitsgrad dann. So, und die Regel ist dann aber auch, erst wenn man an mir vorbei ist, darf man werfen. Okay. Okay? Fantasy Game hier, habe ich mir kurz ausgedacht. Also ich denke, das wird jetzt easy sein für die Jungs, ne? Einfach durch. Auch wenn wir nicht logisch stehen, aber ich will, dass du an jedem mit dem Ball einmal vorbeigehst. Nee, wir dürfen nicht jetzt hier so Dinge, sondern einfach nur im Weg stehen. Ja. Okay. Ja. Ja, okay. Sauber. Der wird das natürlich ein bisschen mit mehr Flow machen. Ja, ich bin drauf. Ja. Oh! War nervös, 21, oh, Jungs. Er ist noch jung. Okay, Jungs. Und ich würde sagen, jetzt können wir dann schon ein bisschen. Aber jetzt ein bisschen weit auseinander stehen. Ja, dann müssen wir ein bisschen weiter auseinander stehen. Vielleicht so. Dann können wir so. Und jetzt an jeden wieder bewusst vorbei, ne? Egal welcher Weg. Aber nicht zu viel, ne? Lass nur ein, zwei Mal. Ja, ein bisschen. Ja, nur ein bisschen. Verdammt. Okay. Ach, das war sauber, ne? Das war sauber. Ja. Verdammt. Boah. Okay, stark. Das war gut, Digga. Er hat smarter gemacht. Das war ein bisschen. Das war clean. Ja, das war gut. Da war ein bisschen mehr drin. Er spielt so ein bisschen fauler, effizienter, so habe ich das Gefühl. Mhm. Und er ist noch so. Ja, der explosivere, bisschen noch ein paar, ein, zwei Tricks mit rein, so. 21 und 30 halt. Das ich will jetzt mal was testen. Stell ich mal bitte dich genau hier hin. Gib mir den Ball. Ich schmeiß den jetzt auf dich zu und du darfst so mit einer Hand so entweder fängst du oder abwehren, ja? Das heißt, ich mach diesen hier, ja genau. Und den anderen. Ja. Okay. Ja. Ah! Ja, warte. Okay. Maxim, komm du mal. Ja. Das Ding ist, wisst ihr, was anders ist bei ihm? Soll ich dir das mal sagen? Aber er guckt mich die ganze Zeit an, er guckt nicht zum Ball. Ah! Verstehst du? Ja. Boah, aber das macht sogar noch krasser für mich. Ah, ja. Okay, der macht's gut, ja. Siehst du? Ja, krass, ja, heftig. Ja. Ja. Das ist schon. Hast schnell gemerkt. Okay, jetzt pass auf. Du wieder? Joris oder Julius? Julius. Jetzt dribbel mich mal so ein bisschen aus. Ich werde dir den Ball nicht wegnehmen, aber dribbel einfach mal so ein bisschen. So, ich weiß nicht, wie man sowas nennt. Dribbeln. Bisschen unten dribbeln, so, genau. Um mich herum versuche ich mal ein bisschen zu verarschen. Okay, und los. Ja, genau.
Oh shit. Alles gut. Kenn ich auch durch die Beine, ne? Das sind so hart, Digga. Scheiße. Ey. Okay, ja. Wie das Uwe gleich umkippt, Alter. Das sieht gut aus, ne, Alter. Okay, jetzt komme ich ein bisschen, ja? Ja, okay. Maxim. Mach erstmal auf Slow. Ja. Aha, okay. Ja, ja. Okay, jetzt komme ich ein bisschen mehr. Habt ihr was gesehen? Also ich hatte irgendwie ein bisschen das Gefühl, bei Maxim ist der Unterschied, der geht mehr, weißt du, Richtung Korb. Noch was anderes? Ist dir was aufgefallen? Maxim hat mich wieder die ganze Zeit in die Augen geguckt. Man muss also, das heißt auf den Ball. Du guckst dein Gegner, du darfst nicht auf den Ball gucken. Mhm. Also im besten Fall, weißt hat du? Hat er das dann gemacht? Bei ihm war zuerst, der Kopf war hier unten. Kann sein, dass er meine Hüfte angeguckt hat oder so. Aber Maxim habe ich gesehen, der guckt dich an. Was sagt ihr denn, ist besser? Oder hat da jeder eine andere Art? Na, in der Regel sagt man soll sich auf den Bereich vom Gegner konzentrieren, weil aha, der bewegt sich ja sich nicht mit seinem Kopf meistens, außer wenn wir mit dem Kopf aneinander hauen. Aber das ist ja der Rumpf, da siehst du halt immer, wie sich der Gegner bewegt. Also sagst du, das war ein bisschen unprofessionell jetzt von ihm, oder wie? Nö, das ist ja, man hat es ja auch gut gemacht. So, okay, so habe ich es gelernt. Bauchnabel anvisieren. Was sagst du dazu? Also ich habe das eher so gelernt, dass man hier den Oberkörper fokussiert nimmt, genau, vielleicht ein bisschen auch Kinn, damit man die Bewegungen dann wahrnimmt. Aber man lernt halt jeder anders, das ist halt das Ding. Okay, ich verstehe. Ein Kollege von mir hat auch früher sehr viel Basketball gespielt. Und ich habe ihm mal just for fun so ein Video geschickt, weil ich einen Basketball gefunden habe. Mhm. Er sagt, wie du auf den Ball die ganze Zeit rauf guckst, das geht gar nicht, sagt er. Du musst nach vorne gucken, guck den Ball nicht an beim Dribbeln. So davon habe ich das halt. Ja, ja, schlau. Das ja ist halt, genau, und das war bei Maxim für mich sehr offensichtlich, dieses, er hat viel nach vorne geguckt so. Und bei ihm war so halt viel unten irgendwie so hier, so, da. Ne, genau, das war für mich gerade so ein bisschen wichtig. Deswegen, ich habe immer noch kein eindeutiges Ergebnis, ne? Also ich auch nicht, Digga, das ist das, Digga. Scheiße. Das ist echt schwer, ne? Aber lass dich da hinsetzen, oder? Ich habe mit 10 Jahren das letzte Mal Basketball gespielt. Ich habe keinen Plan, ne? Also hier machen wir fertig. Also ich fäng mit dem Pass an, ja? Okay. Michel Decke. Julius. Ich weiß nicht, wann faul ist, ne? Aber er lacht mich jetzt schon aus, Alter. Michel, komm! Junge, Michel. Boah, Michel. Ja, ey, Michel, Bro. Junge, was hat er irgendwie gemacht? Wir ernster decken ein bisschen. Hab gesehen, ne? Ihr habt diesen gemacht. Ja, wechseln, damit vorbei. Ja, ja, auch nicht schlecht. Che, hast du? Ah, hör auf jetzt. Ah. Boah. Oh. Kein schlechter Wurf. Hey, hey, was? Hey, was? Oh mein Gott. Was? Uwe hat ihn schlafen geschickt. Oh mein Gott. Ey, Michel, du wurdest schlafen geschickt, ne? Häng ab jetzt, häng ab. Das reicht jetzt. Oh! Oh, oh, das war aber jetzt. Das war ja mein Fehler. Oh. Ah, ja, ja. Zu harter Wurf, ja. Ja. Warst du faul hier, oder? War das kein Foul gerade von Michel? Jürgen, bist du bereit? Warum? Schrittfehler? Darf man das überhaupt? Den Ball so lange. Ja. Achso. Ah, ich bin doch kein Profi. Ja, schön. Der war locker, ne? Macht er gut. 1-1. Oder 2-2, wie nennt man das? Waren wir bis 3 oder was? Ja, ich würde sagen, der nächste Punkt gewinnt, würde ich okay sagen. Okay, letzter Punkt. Geil. Clean. Ja. Fertig, stark. Kurzer Prozess. Er war fertig. Kann nicht mehr. Boah. Aber ich hab immer noch kein eindeutiges Ergebnis. Ich auch nicht. Ohne Spaß. Ich weiß also bei Julius ist halt einfach diese Erfahrung, das spüre ich. Der ist erfahren, der Typ. Egal. Ist halt aber auch das Ding, wenn er jetzt wirklich, ich kann mir vorstellen, dass er schon sehr, sehr lange Basketball spielt. Weißt du, er ist ja auch schon 30. Und das Ganze vielleicht hobbymäßig macht. Aber ich muss sagen, erster Eindruck war natürlich ganz klar bei ihm, ne? Also
Ja, auch, das waren Dreier gerade, ne? Auf ganz entspannt. Ja, so. Auf nächster Punkt, baff. Also ich muss sagen, also ich tendiere mehr zu Recht. Eindeutig sagen kann ich es. Kann man es wirklich nicht, ja? Also risky, wenn wir entscheiden, wirklich. Es können echt beide sein, ja, irgendwie vom Gefühl. Was sagst du denn, Uwe? Was ist denn dein Gefühl? Ja, Schwierigkeit. Das kann sein, dass Maxim gerade auch echt Profi geworden ist, mit 21 noch. Erstmal, da muss man sich ja auch nochmal finden und die nächsten 2-3 Jahre entwickelt sich auch noch voll weiter und so. Und bei Julius ist halt so richtig, man merkt so, die Erfahrung ist ruhig, so, ist bis voll. Ja, 10 Jahre weiter halt, ne? So im Spiel allgemein. Deswegen, aber es ist halt ja. Er kann ja, Maxim kann ja Profi sein, jung, aber der unerfahrene Profi. Mhm. Ja, und er ist schon der viel länger Basketball spielt, aber auch der neue Profi so. Hat ja auch erst dieses Jahr unterschrieben, ne? Irgendwas war doch so. Nee, verlängert. Neuen Vertrag. Achso, okay. Wann hast du denn deinen ersten Profivertrag unterschrieben, Julius? Das müsste 19 gewesen sein. 2019? Nee, mit 19. Mit 19? Oha. 11 Jahre. Und bei dir, Maxim? Ja, ich habe dieses Jahr erst unterschrieben. Aber er ist halt 21. Er hat mit 19 unterschrieben und er sozusagen mit 21. Mhm. Deswegen, vielleicht ist Maxim da, wo er mit 19 war ungefähr, von der Erfahrenheit her und Gelassenheit im Spiel. Also das müssen wir jetzt herausfinden. Das ist jetzt durch die Spiele, die ich ganz leicht gemerkt habe, ist, als Julius den Ball zugeworfen hat, er weiß, er ist größer, als du, halt nur so gemacht. Ne? Ja. Er sagte auch zu mir so, ja, werf einfach hoch, weil er weiß, ich bin größer. Also, weißt du? Aber das ist ja jetzt keine hohe Spiel. Ja, ja. Nee, aber es geht darum, dass er ein ganz anderes Verständnis davon hat. Der will nur Direktheit, genau, ne? Direkt können. Ja, deswegen, ich finde ihn auch, also nicht falsch verstehen. Maxim ist so, bap, bap, hier, buff, nochmal da, den zwischen die Beine und hier. Und er ist so richtig so der, nur das Nötigste. Ja. Hauptsache so rein, weißt du? So? Ich finde, der sieht auch einfach richtig aus wie ein Basketballer irgendwie. Ja, und Nachname Wolf, ne? Das ist halt ein Basketballname. So, deswegen müssen wir uns noch so die eine oder andere Frage ausdenken und die eine oder andere Challenge auf jeden Fall, wo man Erfahrenheit merkt. Was wollt ihr denn noch sehen? Weiß ich, vielleicht in einer Stresssituation einen Ball werfen. Ich weiß nicht, er muss von da angelaufen kommen, du schmeißt ihm den Ball zu und mal gucken, was er macht. Ja, dann lass uns das mal machen. Könnt ihr denn danken? Also ich kann danken, wenn ich es jetzt schaffe, weil ich bin ja nicht aufgewärmt, aber ich könnte es probieren. Okay, und du? Bin nicht der athletischste Spieler, also ich kann es schon, aber ja, brauche ich jetzt auch gutes Warm-up für und nicht in der kalten Halle. Lass doch mal die Sprungkraft testen so. Die sollen sich nur einmal so Warm-up-technisch. Okay, machen ja, dann machen wir das mal. Ja, mach mal erstmal, springt einfach mal hoch so mit den Händen an den Korb so zum Warmmachen. Ich weiß nicht, wie ihr euch da am besten warm macht. Natürlich Sprunggelenke hier, Beine und so weiter, ja, ja. Oha. Okay. Vorhin hat er, glaube ich, schon einen Dankversuch gehabt. Habt ihr es nicht gemerkt? Ich weiß es nicht. Maxim, hast du vorhin versucht zu danken? Siehst du, er ist so der Lästige. Hast du schon wieder gesehen? Ja, ja, ich hab das aber gesehen. Du meinst ja, du wolltest das probieren, ne, mit dem Danken? Okay, dann lass uns das mal machen. Ja, das war sauber, Digga. Nice. Jetzt, Julius, willst du auch probieren, oder? Das probieren kommt nicht hier. Okay. Er hat's gecallt. Das ist halt nicht seine Stärke, ne? Ja, Jungs, ich glaube, jetzt müssen wir langsam echt eine Entscheidung treffen. Nee, ich finde noch, warte. Wir wollen noch ein paar Dinge übers Profi-Sein erfahren, würde ich sagen. Was unterscheidet denn ein Profi-Basketballer von einem Amateur-Basketballer? In welchem Sinne? Redest du vom Training oder vom Allgemeinen, vom Alltag her? Allgemein. Ja, also man hat halt 6-mal in der Woche Training, wenn man kein Spiel hat am Wochenende. Man geht 2-mal in die Woche ins Gym. Man achtet auf ein bisschen auf Ernährung. Okay, ab wann ist man denn Profi? Also ich finde, wann man Profi ist, wenn man einen Profivertrag unterschrieben hat. Also ich kann davon auch leben. Also es gibt ja eine Regel, ab wann man Profi ist, oder? Nicht unbedingt, also. Aber beim Fußball bist du ja ab der 3. Liga Profi, ne? Ja. Aber beim Fußball, wenn du U19 spielst und Profivertrag unterschreibst, dann bist du auch zukünftiger Profi. Aber wie bist du ein Profi geworden? Du bist ja irgendwie in einem Verein und wie lief das ab bei dir? Also ich spiele seit knapp 10 Jahren Basketball und dann habe ich mal ab und zu mal Camps besucht, so Basketball-Camps, wo man so zeigt, wie man ist. Und ich habe jetzt bis vor kurzem, also bis letztes Jahr noch, letzte Saison, bei den Northern Lions gespielt. Da sind wir jetzt gerade, also die spielen jetzt gerade Landesliga und dann habe ich mich im Mai war dann Tryout in Imbüren, weil jetzt aufgestiegen sind in zweite Pro B und dann habe ich mich da beworben durch Kontakte. Dann haben die gesagt, ja, wir gucken mal, wie du bist. Dann bin ich da hingegangen und dann melden die sich nach einer Zeit. Dann habe ich im Juni ungefähr eine E-Mail bekommen, dass ich da eingeladen wurde und dann bin ich da hingegangen, um zu unterschreiben und noch ein bisschen abgeklärt. Okay. Boah, es klingt rund, ne? Aber ich tendiere immer noch mehr zu rechts, muss ich sagen.
Aber ich glaube, das hat viel mit Persönlichkeit zu tun. Das halt, das Ding hier, ja, das ist halt. Habt ihr denn noch ein, zwei Fragen? Weil ansonsten würde ich sagen, müssen wir langsam eine Entscheidung treffen. Ich glaube, Uwe will noch nicht, aber. Nein, weil das, irgendwas ist da noch zu holen, das ist das Problem. Ich will eine Dingssituation haben. Die müssen angelaufen kommen, die kriegen Ball und dass man ein bisschen nochmal das sieht. Mhm. Im Krampf einen Korb machen, weißt du, ich meine? In stressigen Situationen. Ja, so irgendwie, genau. Das müssen wir einmal noch machen. Sollen wir einfach mal so auf wir vier greifen an und dann muss er probieren? Oh. Das ist, vier Leute? Ich denke mir immer so, das ist ein Profi, weißt du? Wenn du jetzt Profifußballer hinstellst und vier, die so freizeitmäßig ab und zu mal ein bisschen Fußball spielen, dann nimmt die vier auseinander, ganz schnell, zack. Wisst ihr, was ich meine? Aber man muss auch dazu sagen... Und das ist eine Stresssituation, dann gucken wir einfach, wie die damit umgehen. Dass es nicht fair ist, wissen wir, aber einfach zu sehen, wie sie damit umgehen. Okay, also die müssen nicht treffen, wir gucken einfach, wie die Situation handeln. Ja, okay. Wie sie das handeln. Weil nicht, ist das cool für euch? Ja, können wir machen. Also wir übertreiben jetzt auch nicht, ne? Also, aber ihr müsst versuchen, in der Situation zurechtzukommen. Alles jetzt ist doch mal so, alles einfach. Also sollen wir nacheinander oder? Ja. Na, einfach alle drauf. Einfach. Wir müssen... Okay, klar. Okay, los. Einfach gucken, wie er damit zurechtkommt. Oh, ja. Tschüss. Ja. War gut. Aber auch wieder gelassen, ne? Also ja, wir haben noch nicht alles gegeben, aber sehr gelassen, Überblick, bla bla. So. Wir haben wieder wie gerade hier. Danke. Okay, ja. Auch stark. Auch stark. Auch stark. Aber wir haben irgendwie immer. Also, wir kommen nicht weiter. Wir sind nicht weitergekommen jetzt. Wir kommen nicht weiter. Scheiße. Ja, ist schwer. Das Ding ist, beide performen richtig gut, ne? Muss man sagen, ehrlich. Pass auf, wir machen das jetzt mal so, Jungs. Ich weiß, Uwe hat hier die Ideen, der will heute gewinnen, ne? Ihr stellt euch hier so auf, hier. Und ihr müsst angerannt kommen. Und ich schmeiß in irgendeinem Moment den Ball und ihr müsst ihn empfangen. Und dann in dem Moment situationstechnisch gesehen. Okay. Du versuchst sozusagen immer, streb die Richtung an. Der kann auch da kommen, der Ball, oder da, aber so die Linie einfach. Und lauf. Paul, das könnt ihr doch nicht ernst meinen, Jungs. Oh! Oh! Scheiße! Ja, das war sehr gut. Das war stark. Okay, der nächste. Und go. Boah, auch stark. Ja. Aber da hat man gesehen, bei Maxim hat man halt gesehen, der hat diesen Flow, der ist direkt im Spielflow. Ja, nochmal weiter, lass uns gerne. Genau, ich hab das Gefühl, der war direkt im Spielflow. Die Nuancen kommen jetzt. Jetzt müssen wir auf vieles achten. Jetzt mache ich einen anderen Ball mal, ja? Also nicht richtig hinlassen, wie ich schmeiß. Okay, und go. Ah, stark. Ah, gut. Okay, der nächste. Okay, direkt der nächste. Nächste, weiter. Und go. Ey, es ist wirklich. Es ist zu schwer. Es ist echt zu schwer. Dribblingfehler. Nein. Oh mein Gott! Da hat er rausgeholt. Nein, du hast ihn ja. Das war so. Stark. Das war so der Moment, ey, ich bin doch Profi, was mache ich da? Ja, ja. Okay, nächster. Boah, das war echt mit Selbstvertrauen, ne? Ja, ja. Boah, Jungs, okay, nächster. Jungs, ich komme nicht zu einem Ergebnis. Nächster. Ich habe es gesehen, er ist genau hinter Dreierlinie gegangen. Boah, nächster. Egal, welche Entscheidung wir treffen. Nächster. Zack. Nächster. Beide gut, ne? Ihr müsst gucken, Jungs, ich sehe nichts. Nächster. Oh, jetzt kommt richtig. Er ist halt sehr, sehr gelassen, ne? Ja. Also. Das ist echt so, wo man sagt, Präzision. Nächster. Kein Showmaking, kein nix. Einfach. Er macht den Toni Kroos im Fußball. Einfache Pässe, einfache Sachen, die er macht. Nächster. Alles einfach. Nächster.
Ja, das führt zu nichts, Jungs. Ja, ich sage ja, auch, ehrlich. Irgendwann ist vorbei. Das macht keinen Sinn. Das führt zu nichts. Warte. Das können wir noch bis morgen machen. Außer aus der Analyse. Okay. Habt ihr beobachtet? Konntet ihr was sehen? Nee. Also exakt wie vorher, ne? Ja, also beide halt gut. Er ist sehr gelassen, er ist super gut. Er ist einfach, ja, jung gegen erfahren. Ja, genau. Also seid uns nicht böse, wenn wir eine Fehlentscheidung machen. Ihr seid beide sehr gut. Heftig, ehrlich. Aber ja. Das ist echt schwer. Ich würde die halt gerne mal im Team sehen, aber ich glaube, das würde die Folge jetzt einfach extremst in die Länge ziehen. Haben die schon 1-gegen-1 gemacht? Zu Anfang war das, ne? Ja, aber die haben noch nie zusammengespielt im Team. Ja, aber es bringt auch nichts. Bringt auch nichts. Ja. Ne, die sind schon, man muss sagen, beide sehr gut. Also wenn wir verlieren, hoffentlich, dass Leute nicht sagen, ey, ihr seid Verlierer, das war wirklich beide Mann. Ja, habt ihr echt gut gemacht. Okay, dann würde ich sagen, müssen wir jetzt eine Entscheidung treffen. Ja, also auch besonders bei diesen Folgen beurteilen wir natürlich auch mehr anhand der Performance. Ja, der Leistung. Und beide waren krass. Beide waren auf ihre Art auch stark, weißt du? Also auch ein ganz anderer Stil, fand ich persönlich. Ich tendiere aber nach wie vor zu rechts, muss ich sagen. Einfach von Erfahrung und so, ne? Erfahrung, Gelassenheit, das wirkt schon sehr, sehr professionell. Links auch, aber... Also ich gehe eher mit links, ne? Ja? Ja, weil ich sehe auch dieses mit neu unterschrieben, Profivertrag, Buff 21, so. Er ist 21, er ist frisch, aber er ist auch spritzig von der Energie. Ja, ja. Aber bist du mit 30 noch so gut, Digga, wenn du eigentlich nicht professionell Basketball spielst? Er sagt auch, er macht das seit 11 Jahren ist er Profi, allein das ist schon so. Das ist eine Ansage. Ja, das ist das Ding. Würde das ein Lügner sagen, weißt du? Ja, genau, so. Das wird ein Lügner sein. Da würde er sagen, so seit einem Jahr mache ich das Ganze, weißt du? Nein, Profi seit. Er hat Profivertrag unterschrieben im Juli. Und deswegen, das macht die Sache für mich sehr realistisch. Die ist frisch Profi geworden. Das macht es für mich sehr unrealistisch. Echt? Ja. Kann sein. Aber, so wie aber in dem Alter halt, weil erst mit 19, er jetzt mit 21, passt so irgendwie. Aber ja, ich vote für rechts. Ich auch. Ich links. Jetzt liegt es an Uwe. Also für mich ist die Situation so. Weil er 21, ich merke, er ist jung. Ja. Ich wünschte mir, so mein Bauchgefühl sagt, ich wünschte mir, er wäre jetzt auch der Profi, so auch für seine Zukunft allgemein. Aber er ist es nicht. Ja, deswegen würde ich irgendwie gerne einfach mal sagen, ja, mal gucken, ob ich richtig liege. Aber er ist so erfahren, er ist anders, er ist ruhiger. Aber erstmal wiederum, ich weiß nicht, vielleicht auch ein Ticken zu ruhig oder so, ich weiß nicht. Er hat sich beim Springen, ich weiß, man ist nicht warm, er hat sich auch nicht angestrengt. Also er ist so, aber vielleicht denkt er sich, ey, ich bin Profi, ich mach da nicht so einen Quatsch. Ja, ja. Weißt du, meine Aufgaben liegen woanders. Das ist schwierig. Nicht einfach. Was sag mal dein, warum sagst du eher der Linke? Ja, auch wegen Alter und diese ganze Sache. Weil das Ding ist, ich denke mir, als Lügner natürlich kannst du sagen, du bist 30 und machst das 11 Jahre, aber als Lügner macht das halt auch Sinn. Heißt du kannst ja lügen, wie du willst. Ja, ich geh mit links, aber Uwe. Aber was bringt das, wenn ich jetzt links sag, was machen wir dann? Dann haben wir das Schicksal. Oder wir machen das diesmal anders, wir machen dann so ein Battle einfach. Wer öfter so. Körbe trifft, drei ja, wer, ja, ja. Ja, so. Das ist gut. Das ist gut. Okay, für mich ist links. Bauchgefühl war links. Auch zu Anfang. Weil für mich war das jung gegen erfahren. Das ist, wenn ich. Beide sind gut, der eine ist jung, der eine ist erfahren und das macht es halt so schwer. Also das heißt, wir haben unentschieden. Ja. Jetzt müssen wir eine Entscheidung treffen. Ich würde sagen, wir werfen einfach Körbe, wir beide gegeneinander. Ja. Und wer die meisten trifft, die Entscheidung treffen wir dann. Okay. Ja, passt das? Ja. Okay, let's go. Alright, dann machen wir, ich würde sagen, 3. Mhm. Okay. Ja, das! Ja, wenn er jetzt nicht trifft, dann. Da, Scheiße, Digga! Er kann nicht spielen, Digga. Jetzt steigt der Druck. Ja, wird nix. Ja, das kann einfach so klar wieder. Okay, Uwe, Matchpoint! Wie hat Jordan früh gemacht mit Augen zu, war das, ne? Ja, hat er wirklich gemacht. Boah, jetzt ja, jetzt würde ich sagen, doch. der ja. Aber jetzt dieser, weil wer hat angefangen? Nein, ne? Naja, aber ich darf ja auch nochmal. Ja, das ist klar. Oh, Digga, was ist denn los, Alter? Jetzt kann man, ja, das ist halt der Druck, ne? Und das ist das, was Julius richtig gut kann. Shit. Fuck. Oh, Jungs, ja. Also ich muss sagen... Starkes Game erstmal? Ja.
Also ich muss sagen, wenn hier so ein Basketball-Profi sitzen würde, der würde das irgendwie erkennen, weil ich glaube, wir sehen noch so vieles ja. gar nicht. Ja, ja. Das müssen wir das nächste Mal machen. Haltung, Haltung hier, Hand, so, Blick, was weiß ich, was dazu gehört. Siebes hätten wir heute einladen müssen. Deswegen nimmt uns das nicht übel. Ihr seid für uns alle wirklich richtig gute Basketballspieler. Ja. Du bist für mich der erfahrene Typ. Das merkt man richtig. Lässig, hast hier Auge, Gelassenheit in der Stresssituation. Du bist für mich der junge, spritzige Typ, der echt explosiv, agil ist und so weiter. Aber manchmal, weil du halt 21 bist und noch nicht so erfahren bist, machst du so einen kleinen Mini-Fehler mal so. Ist mir heute so für mich aufgefallen, weil ist ja klar, so viele Kameras hier, alles und so weiter. Aber du bist für mich irgendwie, ich habe Hoffnung in dich so, weißt du, weil ich irgendwie merke so, da schlummert was. So. Und bei ihnen merke ich so, ja, es ist irgendwie, ich weiß nicht, schwierig. Deswegen mein Bauchgefühl sagt einfach bei dir. Ja, und da du jetzt gewonnen hast in dem Game, ja. entscheiden wir uns alle zusammen mir nicht alle. Für links. Und machen jetzt die Auflösung, ne? Ja. Ich bin sehr, sehr gespannt. Aber ich denke immer noch, dass es... Dass es ja, kann sein. Also ich meine, dann würde ich sagen, ja, war auch klar. Ja. 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 Okay, ich bin gespannt. Ich bin echt gespannt, Alter. They been on their ass, bitch, I'm on the rail. I wrap it, I bag it, I pack it for sale. Got feeling on speed, out, I hit me the chill. I give it a thrill, I put it on film. Niggas facade, get applaud, that ain't real. Come to my section and flip it. Yeah, man. She my ass. I pass was that, man. They too major, they hit me for favors. Been him since the cable was cut in the crater. What's up, only right that I do it. Colossal until I'm a fossil, they want me to fail. Look, we prevail. Oh, yeah, man. Oh, oh. Bitch, I'm on your tail. Know that they talking, they telling them tales. It's not hard to tell, that shit for the sale. Nice. Oh, my God. Nein! Ja, er ist der Profi, ich wusste es! Ja, seine Trefferquote! Ja. Geile Auflösung! Digga! Scheiße! Mann, das war klar! Aber es war echt gut gemacht mit Gegenschmeißen und so, ja. Also muss ich echt sagen, es war ja zwischen euch beide sehr schwierig. Wir haben noch eben, wo ihr draußen wart, alle rumgerätselt. Seine Trefferquote war auch eklig, so, das war echt gut. So. Ja. Aber irgendwie eher so und ja. Deswegen würde mich auch echt interessieren, was die anderen jetzt so wirklich machen. Weil die Jungs haben ja auch richtig gut gespielt, muss man sagen. Ja. Was hast du denn so mit Basketball am Hut? Also tatsächlich spiele ich eigentlich keinen Basketball. Ich habe nur damals mit Freunden im Park ab und zu gespielt. Aber ich mache eigentlich, tanze eigentlich professionell. Und genau. Das ist eher meine Leidenschaft. Heftig, aber dafür richtig, dafür einmal Applaus. Ich finde, er hat es richtig gut gemacht. Aber ne? Er ist Profi, er tanzt, oder was? Ja, er tanzt. Und bei dir? Also nein, bei mir ist ich habe eigentlich wenig mit Basketball zu tun. Ich gehe wirklich aufs College, aber wegen Fußball und nicht wegen Basketball. Und ja, ich zocke 2K auch mit meinen Jungs, also das macht halt Spaß. Und ja, und die Reise nach Amerika werde ich auch auf meinem YouTube-Kanal dokumentieren, Into the Kid. Dort seht ihr dann, wie das Leben in Amerika als Fußballer ist. Ach krass, ja, nice. Heftig. Geil. Ja. Ja, also erstmal danke Uwe, Kuss geht raus. Ich spiele auch Basketball seit 11 Jahren, aber das Einzige, was gelogen ist, ist, dass ich der Profi bin. Aber willst du mal Profi werden? Wenn es möglich ist, ja. Ja, sieh zu, komm, gib Gas. In welcher Liga spielst du? Landesliga momentan. Krass, aber richtig, richtig gut. Also, ja. Da ist auf jeden Fall Potenzial da. Julius. Was sagst du denn zu seiner Performance? Die Erfahrenheit, ja, das ist es. Das hat er halt Potenzial, Profi zu werden? Ja, auf jeden Fall. Witzige an dem Ganzen ist, meine Teammates haben vor dem, die wussten Bescheid, dass ich hier bin. Ich bin auch direkt, ich hatte heute 15 Uhr Spiel in Frankfurt. Oh, krass. Ach krass. Und bin direkt vom Spiel hergekommen. Krass. Haben halt leider verloren. Aber die haben mir das im Endeffekt nicht zugetraut, hier als Profi zu stehen, weil ich finde, du hast immer ganz gut zusammengefasst. Also du hast meine Persönlichkeit sehr gut getroffen. Mit dem in der Ruhe liegt die Kraft und dieses Erfahrene etc. Aber so dieser typische Profi scheine ich ja dann doch nicht zu sein, mit meinen Teammates zu sagen und ich es hier nicht schaffe. Heftig, aber trotzdem mal so. Aber man muss ja sagen, ne, wir haben alle keine Ahnung vom Basketball. Wenn hier ein Profi sitzen würde, der hätte es wahrscheinlich irgendwie gesehen. Ja. Denke ich mal. Unser Gefühl war ja auch bei ihm. Ne? Ja. Es war halt ja genau, das war, habt ihr gemerkt. Ne? Also es war so ein Match und das war jetzt eigentlich nur noch Zufall. Ja. Wäre du eine 5. oder 6. Person hier, dann wärst du wahrscheinlich oder was auch immer. Aber ihr seid beides geile Typen, geile Spieler. Also ihr alle seid geile Typen, aber ihr seid zwei sehr gute Basketballspieler. Ja, Mann. Ja, habt ihr alle echt gut gemacht. Ich muss sagen, die Folge hat mir auch echt Spaß gemacht. Ja, war echt krass, wirklich. Wenn ihr was zu erwähnen habt, dann könnt ihr das jetzt gerne machen.
Auf Instagram und TikTok Filmmoves und da poste ich meine Tanzvideos sozusagen und da könnt ihr mir folgen, wenn ihr Lust habt. Also bei mir überall M to the Kid und auf YouTube gibt es ein Behind-the-Scenes-Video zu dem Ganzen, was hier heute passiert ist. Ich grüße meine Freundin Nathalie, meine Schwester Ronja, ihren Freund Kamil und mein Patenkind Nahe. Und wenn ihr in Nürnberg oder Umgebung seid, wir freuen uns sehr, wenn ihr vorbeikommt zum Zuschauen bei den Falcons in der Kia Metropol Arena. Also ich grüße erstmal meine Freundin, gute Zuschauerin und Semmer. Und ich grüße noch Jörn von der Liese und natürlich mein Basketballteam, Northern Lions. Und danke, dass ich hier sein durfte. Maxim, wie oft gehst du zum Training? Also ich gehe zweimal die Woche zum Training und ab und zu nochmal ins Gym, aber... Aber warum nur zweimal die Woche? Was ist das denn? Ja, wir haben keine anderen Trainingszeiten. Ja, aber wie hat, ich glaube, Kobe war das, der hat gesagt, so, der trainiert einmal, bevor die anderen trainiert und dann geht er nochmal ins richtige Training. Ja, bei uns ist es so, wir haben halt eine Schulenhalle. Scheißegal, dann bau dir einen Korb irgendwo ins Haus oder so. Mach, weil bei dir ist echt so, trainier viel mehr, am besten so jeden Tag, so Stunde und schmeiß Körbe von egal welcher Distanz. Weil da fehlt dir echt nochmal so ein bisschen so die Sicherheit, wie bei, das hat er echt, also da muss ich sagen, da bist du eine Granate, diese Trefferquote, das war richtig eklig schon. Und das wünsche ich dir bei dir, Maxim, und dann wird noch was. Glaub mir, du musst das nicht jetzt nur an dir, sag ich dir ganz, wenn du Profi werden willst, krieg den Arsch hoch. Zweimal in der Woche Training, da kannst du auch gar nicht zum Training gehen. Und dann, verstehst du? Du musst jetzt, das liegt an dir. Nimm die Option und sag dir, ey, okay, Uwe hat recht, jeden Tag trainieren. Weil ich mir vorne in jedem Fall da. Ja, ist wirklich so. Echt. Mach was draus. Entweder ganz oder gar nicht, so. Aber danke euch allen fürs Mitmachen. Danke euch, Jungs. Ja, geile Folge mal wieder, Digga. Richtig geil. Hat richtig Spaß gemacht. Und wieder möglich nur durch Smilodogs. Ah, vielen Dank, ja. Sie sehen auch wieder besonders sexy heute aus, geil, muss man sagen. Geile und die halten auch gut warm, ne? Ich starte auch noch aus, oder? Ja. Digga, Nathan, frierst du nicht im T-Shirt? Doch, der ist am Frieren. Ist schon kalt, aber ist okay. Ich halte es auch. Brauchst du eigentlich auch so Tracksuit? Ja, gibt's übrigens bei Smilodogs gerade gratis. Also kannst du bestellen für 130 Euro, kriegst einen gratis Jogginganzug dazu. Ja, Mann, deswegen checkt das bitte unbedingt aus. Alles davon auch in der Videobeschreibung drin. Wie gesagt, die Aktion läuft immer noch bei Smilodogs und auch bei Neosubs. Da bekommt ihr mit meinem Code nochmal 10% on top. Mhm. Und ja, ansonsten würde ich sagen, ich freue mich auf die nächste Folge hier, muss ich echt. Ich freue mich auch. Also ich habe jetzt richtig Bock, alle Sportarten einmal durchnehmen. Komplett durch. Okay, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, Leute. Bis dahin, stay tuned.